Hallo, liebe Hanfparade-Besucher. Schön, heute hier zu sein. Schön, hier heute zu euch sprechen zu können. Die letzten Jahre waren ja sehr erfolgreich für die Hanfszene. Es ist sehr viel passiert. Wir haben hier die Hanfparade in Berlin erlebt. Jedes Jahr mit tausenden Teilnehmern, mit positiver Energie und toller Stimmung sind wir durch die Stadt gezogen. Wir haben Global Marihuana Marches in über 30 deutschen Städten, auch mit tausenden Teilnehmern insgesamt. Der Deutsche Hanfverband hat über 6000 Mitglieder mittlerweile, über 20 Ortsgruppen, die in deutschen Städten aktiv sind, Infostände machen und Informationen rund um die Legalisierung verbreiten. Wir haben in den letzten 5 Jahren die Messen gesehen in Deutschland. Mittlerweile ist es Normalität, dass Cannabis-Messen stattfinden, dass zehntausende Menschen zusammenkommen und sich über Cannabis informieren, sich Produkte anschauen etc. Wir haben das neue Medizingesetz seit März 2017. Das hat die komplette Landkarte verändert. Menschen dürfen jetzt Cannabis besitzen und Cannabis auch öffentlich konsumieren, wenn sie das auf Rezept erhalten. Das hat also auch eben diese Events, diese Veranstaltungen deutlich verändert und hat vieles möglich gemacht. Und jetzt dazu noch das CBD-Thema. Das führt auch nochmal zu viel Normalität dazu, dass vieles normaler wird, dass Menschen, die sich nicht mit Cannabis beschäftigt haben oder sich nicht mit Cannabis beschäftigen wollten, dass diese Menschen jetzt auch eine Öffnung dafür bekommen und sich über CBD quasi dem Thema Cannabis nähern und dadurch eine gewisse Normalität entsteht. Wir haben die Business-Konferenzen auch gesehen in Deutschland und auch insgesamt das Cannabis-Business deutlich am Wachsen gesehen. Also irgendwie schien alles wahnsinnig gut zu laufen. Es war eine unglaublich progressive Stimmung in der ganzen Hanf-Community und dann kam 2020. Ja. Heute stehen wir nicht am Neptunbrunnen, am Alexanderplatz. Wir stehen auch nicht am Brandenburger Tor. Ich sehe euch auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Auch viele andere Events in Deutschland sind ausgefallen. Global Marihuana Marches gab es keine Anfang Mai. Smoke-Ins gab es keine am 20. April. Business-Konferenzen wurden reihenweise abgesagt. Genauso die Messen. Ja, man konnte glauben, dieses Jahr sei ein verlorenes Jahr für die Hanfszene. Aber ganz so ist es nicht. Das zeigen wir auch heute hier. Wir sind hier, wir stehen zu unserer Meinung, wir führen diese Debatte, wir stehen ein für die Legalisierung. Und wir haben auch Anfang Mai, als wir schon mal eine Online-Demonstration gemacht haben zum Global Marihuana March, gesehen, wie stark die Hanf-Community online ist, was für ein Potenzial darin steckt, wenn wir uns online organisieren und gemeinsam aktiv werden. Insgesamt bietet die Situation auch Chancen. Wir sollten diese Chancen nutzen. In den USA haben wir gesehen, wie Cannabishandel, der Handel mit Cannabis innerhalb weniger Jahre von einem Verbrechen, wo Leute für Jahrzehnte ins Gefängnis gegangen sind, zu einem sogenannten Essential Business wurde, das jetzt in Corona-Zeiten auch geöffnet bleiben durfte. Wir haben gesehen, wie weltweit Regierungen immer mehr darüber diskutieren, wie sie die wirtschaftlichen Schäden der aktuellen Pandemie bekämpfen können, wie sie die finanziellen Kosten tragen können und ihre Wirtschaft wieder aufbauen können. Ganz klar. Wir haben aktuell Möglichkeiten zu argumentieren. Die Corona-Krise bietet nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Legalisierung ist möglich, trotz oder gerade wegen Corona. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wie wird es im nächsten Jahr weitergehen? Und wird nicht auch dieses Jahr es noch möglich sein, einiges zu machen? Verlieren die Hanfaktivisten jetzt ihren Drive oder werden wir mit neuer Kraft vorangehen und im nächsten Jahr weiter für diese Sache kämpfen? Ja, über diese Fragen möchte ich mit euch diskutieren, gleich im Anschluss, live hier in diesem Stream. Ich freue mich auf eure Fragen und eure Anmerkungen und bis gleich. Ja, nette Rede für die klugen Worte aus deinem Munde, wie immer. Und meine aktuellste Frage ist, das Video ist ja schon ein paar Tage alt, was ist denn gerade wieder Frau Ludwig passiert? Ich habe da bei euch auch was gesehen auf der Seite. Was war da denn los? Diesem Papierauftrag den Staat. Du meinst jetzt den Brief, den sie an ihre CDU-Fraktion geschickt hat? Ja, genau. Was war denn da los? Ich war im Urlaub, ich habe da nur die Hälfte mitgekriegt, aber bei euch steht da schon, stand da was auf der Seite. Naja, Frau Ludwig hat einen Brief an ihre CDU-Fraktionskollegen geschickt, wo sie eben quasi erklärt hat, warum man nicht für die Legalisierung sein kann und wie sich CDU-Politiker dagegen argumentieren können, wie sie argumentieren. Im Prinzip könnte man es als Argumentationsleitfaden auffassen, so bestimmte Legalisierungsargumente versucht zu entkräften, dabei aber natürlich die eigentlichen Argumente nicht aufgegriffen, umschifft, sage ich mal,
häufig Argumente genannt und entkräftet, die eigentlich niemand von uns verwendet. Also zum Beispiel so diesen Klassiker, ja, Cannabis ist harmlos, das sagt ja keiner von uns. Ne? Also niemand von uns sagt, Cannabis sind Bonbons, die irgendwie Kinder im Supermarkt auf Grabbelhöhe kriegen sollten, sondern ja, da wird einfach viel missinterpretiert von Frau Ludwig und insgesamt ist es doch auch ein fragwürdiger Move, sage ich mal, politisch die eigenen Fraktionskollegen so zu indoktrinieren mit Informationen, die so fragwürdig und halbseiden sind letztendlich. Das klingt ja fast schon wie damals bei Marlene Mortler. Würde der Handverband zustimmen, wenn ich sage, wenn Frau Ludwig weiter so agiert, treibt sie euch und uns allen sozusagen die Anhänger in die offenen Arme? Ich bin nicht der Handverband, aber ich würde das definitiv so sagen. Also das habe ich schon bei Frau Mortler. 2017 über 500 Leute festgestellt wurden, die sind halt repressiv in der Türkei drum, synthetische Cannabinoiden, die werden ja nur genommen, weil Cannabis verboten ist. Das ist der Grund. Und die spielt die Zahl voll runter. Also die ist in Wahrheit über 100 Mal, wenn nicht 1000 Mal größer, als sie angibt. Ja, das kann doch nicht sein, dass sie das nicht weiß. Das ist doch bewusst, denn in ihrem Büro arbeiten nicht nur Dummköpfe. Die können recherchieren. Die wissen, dass die Zahl falsch ist. Wieso funktioniert das, dass eine Drogenbeauftragte vorsätzlich Parlamentarier falsch informiert und es gibt keinen Aufschrei in den Medien? Das ist doch eine Irreführung der Parlamentarier und der Öffentlichkeit, was sie da betreibt. Ich denke, das ist das gleiche Thema, was du eben mit Feline schon angesprochen hattest. Ja, es gibt einfach ganz klar keine Priorität auf das Thema bei Mainstream-Medien. Ja, ganz viele Medien und Politiker und so weiter gucken sich das Thema gar nicht an. Ich vermute auch, dass ein sehr großer Teil der CDU-Fraktionskollegen sich diesen Brief von Frau Ludwig nicht durchgelesen hat, weil die sich nicht für das Thema interessieren. Die haben ihre Position, die brauchen da nicht drüber nachdenken. Die wissen, was sie zu sagen haben letzten Endes. Ne? Und genauso ist es halt bei den Medien, wenn die sich dann um sowas kümmern sollen oder jemand da irgendwie einen Leserbrief oder einen Kommentar schreibt, hey, guckt euch das mal an, das ist doch ein Skandal, dann denken die sich, ja, okay, das ist zwar eigentlich ein Skandal, aber es ist ein Skandal, den keiner interessiert, weil das Thema so nischig ist, so eine kleine Nische ist. Ne? Und das ist unsere Aufgabe, sag ich mal, meiner Meinung nach, unsere Aufgabe als Hanfszene, aus dieser Nische rauszubrechen und allen klarzumachen, nee, das ist ein wichtiges Thema. Also mein persönliches Lieblingsbeispiel ist, als ich in Colorado damals war, vor 4 Jahren, war in allen Tageszeitungen von Colorado, also an den Ständern, die man so an den Kiosken und in den Zeitungsständern sah, waren die Headlines, die Titelzeilen, waren Pestizide in Cannabis. Pestizidvergiftungen und Pestizidprobleme in legalem Cannabis und über dem Grenzwert aufgetroffene Proben und so. Und das war in den ganz normalen Medien als absoluter Headliner. Genauso wie wenn hier in Deutschland im Wein Frostschutzmittel wäre. Dann wäre das auch in allen Medien Headliner. Ja, und da müssen wir hinkommen im Endeffekt, dass die verstehen, dass Drogen oder dass Prohibitionsprobleme oder Probleme, die die Drogenkonsumenten betreffen, die gesamte Gesellschaft betreffen und die da nicht weggucken dürfen. Nicht, wenn ich zum Beispiel den Drogen- und Suchtbericht genauer studiere, dann lese ich immer, die meisten Patienten, die ambulant und stationär behandelt werden, wegen illegalisierter Drogen, seien Cannabis-Patienten. Da wird also für 2018 werden da gut 30.000 angegeben. Und gleichzeitig heißt es also dann, wie viel weniger bei den Opium. Nee, da waren das dann ungefähr nur 20.000. Wenn ich mich da mal ganz kurz einhängen darf. Bei den Cannabis, also bei den Behandelten wegen Cannabis-Überdosierungen, da gibt es ja einen internationalen Code für, wie das definiert ist. Ja? Da gibt es für jede Überdosierung, für jede Krankheit, gibt es halt einen internationalen Code. Das ist die ICD-ICB-Kodierung. Und ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man da mal genau reinguckt, sieht man, dass Legal Highs und künstliche Cannabinoide auch darunter fallen. Ja? Egal, ob jetzt dort wirklich ein Cannabinoid drin ist in dieser Chemomischung oder nicht. Und das heißt, dass die Cannabis-Überdosierungen statistisch zusammen mit den Überdosierungen und
gesundheitlich problematischen Fällen für künstliche Cannabinoide, sprich für die ganzen Legal Highs, für die neuen psychoaktiven Substanzen zusammengefasst werden. Auch das wird bei nirgendwo im großen, wird nirgendwo groß erwähnt. Die Techniker Krankenkasse zum Beispiel gibt jedes Jahr eine neue Statistik raus, wo sie das wieder nicht erwähnt, dass immer mehr Cannabisvergiftungen im Krankenhaus, in den Krankenhäusern gemeldet werden. Und auch da reagiert unsere Drogenpolitik nicht und nimmt das mal dezidiert auseinander, beziehungsweise eigentlich müsste die WHO dort reagieren und für künstliche Cannabinoide und neue psychoaktive Substanzen auch einen ICB-Code sozusagen schaffen. Den gibt es aber noch nicht und deswegen, ich sag's mal auf gut Deutsch, müssen die Kiffer für die Leute, die andere psychoaktive Substanzen überdosiert haben, mitbluten, statistisch. Ja, jetzt nicht in echt, aber statistisch. Und das ist halt auch ein Ansatzpunkt und da findet man immer wieder ganz viele Ansatzpunkte, wo man halt merkt, die Drogenbeauftragte ist nur der Politik der Bundesregierung verpflichtet und nicht dem Parlament. Ja, ich habe eben mal kurz mit dem Steffen Geier, Grüße von hier aus, der sitzt hier im Hintergrund und sehr gut, also auch als alter Handfrecke, wenn es um solche, sage ich mal, juristischen und politischen Details geht. Ja, die Drogen, hat er mir gerade gesagt, die Drogenbeauftragte kann gar nicht so leicht vom Parlament beauftragt werden, weil da müssten wieder Töpfe umgeschichtet werden. Da geht es ja auch um viel Geld. Und aus dem jetzigen Topf, ja, könnte keine Drogen, weil das ist der Topf der Bundesregierung, könnte keine Drogenbeauftragte vom Parlament bezahlt werden. Und nur ein Finanzminister, der für eine Legalisierung ist, würde dafür sozusagen den Topf genehmigen, dass die Drogenbeauftragte vom gesamten Parlament beauftragt würde. Und auch da sind wir noch weit von entfernt, dass ein Finanzminister so eine Stelle schaffen würde. Und einfach die Stelle, also das Geld von der Drogenbeauftragten der Regierung umschichten, das würde dann wiederum das Gesundheitsministerium nicht mitmachen, weil momentan wird die aus dem Topf des Gesundheitsministeriums bezahlt. Ja. Und deswegen ist sie im Prinzip auch dem Herrn Spahn weisungsgebunden, was die öffentliche Darstellung betrifft. Ja. Das sind andere parlamentarische Beauftragte nicht, aber dafür gibt es wegen Drogen halt kein Geld. Viel zu uninteressant das Thema, da sind wir wieder beim Tenor, viel zu uninteressant alles. Ja. Flo, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast eben gesagt, du bist nicht der DHV, aber du bist ja weiterhin für den DHV tätig, arbeitest da schon lange, lange Jahre. Und du hast ja auch sozusagen anfänglich dafür gesorgt, dass die Cannabis, dass es in Deutschland endlich Ortsgruppen gibt. Ja, organisierte Ortsgruppen, die sich vor Ort halt für die Belange der Cannabis-Regulierung einsetzen. Wie steht es denn da gerade mit den Ortsgruppen? Da gucken uns ja bestimmt auch viele zu. Ja, es haben schon einige im Chat geschrieben. Ich habe schon einige Kommentare gesehen vorhin auch. Ja, an sich steht es, glaube ich, gut. Also wir haben in den letzten 2 Jahren sehr, sehr guten Fortschritt gemacht, sowohl konzeptuell, es gibt eine solide Budgetierung, sage ich mal, und auch zahlenmäßig. Also wir haben jetzt über 20 Ortsgruppen bundesweit, die auch teilweise sehr, sehr aktiv sind, sehr viele Aktionen in 2019 gemacht haben, teilweise an die 10 Infostände im ganzen Jahr, also wirklich fast jeden Monat ein Infostand. Unglaubliche Leistungen, die alle ehrenamtlich aktiv sind, die man wirklich nur in höchsten Tönen loben kann. Pardon. Ja, dann kam jetzt natürlich 2020, klar, ja, dieses Jahr ist nicht viel passiert. Die ganzen GMMs sind erstmal ausgefallen im Mai und viele, viele Infostände konnten auch nicht stattfinden. Es gibt jetzt wieder in einigen Städten auch Infostände, die gemacht werden. Es gibt auch wieder Treffen von einigen Gruppen. Es gab zwischenzeitlich natürlich auch Online-Treffen. Manche Gruppen machen immer noch Online-Treffen, weil sie ihre Räume nicht nutzen können, in denen sie sonst ihre Treffen gemacht haben, ne, weil da irgendwelche besonderen Regeln oder Kontakt- oder Betretungsverbote oder so gelten. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es rollt alles wieder an, es läuft und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns fürs nächste Jahr positionieren, aufbereiten und ja, die Organisationsarbeit machen, die wir jetzt schon im Hintergrund machen können. Ganz klar, dieses Jahr wird jetzt nicht die Legalisierung auf der Straße erkämpft werden, das ist klar, aber wir können uns fürs nächste Jahr vorbereiten und organisieren und da sind ganz viele Ortsgruppen ganz fleißig dabei. Ansonsten ist es mir ganz wichtig zu sagen, am 12. September wird es die Nachhol Global Marijuana Marches geben, leider nicht in 30 Städten wie sonst im Mai, sondern nur in 5 Städten, Tübingen, Regensburg, Hamburg, München und Duisburg werden dabei analog sein. Analog oder digital? Na, auf der Straße. Ja, also analog, ja, super. Geil. Analog, auf der Straße. Wer eine Maske mitbringt, kann eine Maske tragen.
Und ansonsten gilt halt Abstandsgebot und die üblichen Regeln, die halt gelten. Ja. Die Infos werden wir dann peu à peu veröffentlichen. Es ist nicht ganz sicher, ob jede dieser Städte öffentlich werben darf. Eventuell wird es in ein, zwei Städten vom Ordnungsamt quasi ein Bewerbungsverbot geben. Das ist irgendwie jetzt noch so in Diskussion. Aber ich denke, wir werden für die meisten oder für alle dieser Events die Infos online kriegen und dann können die Leute da draußen auch nochmal sich zeigen, sich treffen, sich sehen, mit Abstand, bitte. Denn das ist natürlich ganz wichtig, das liegt mir auch am Herzen, das nochmal zu sagen, wir sollten alle diese Sache ernst nehmen. Ja, in ganz vielen Ländern der Welt sterben im Moment ganz, ganz viele Menschen und es sieht ganz schlecht aus. Und wir sollten nicht unterschätzen, was jetzt gerade passiert und wir sollten nicht leichtfertig werden, nur weil es in Deutschland im Moment noch relativ entspannt scheint. Kurze Zwischenfrage, das Werbeverbot wegen Corona oder wie? Wegen Corona, genau. Also, dass nicht zu viele Teilnehmer kommen, weil dann die Angst bestände, dass dann plötzlich 10.000 Teilnehmer da stehen. Okay. Aber das wird noch alles diskutiert. Gut, also schreibt es euch auf den Zettel, ja, auch alle Leute, die in den Städten, die Flo eben genannt hat, an dem Tag irgendwie verfügbar sind, könnt ihr mal wieder auf die Straße gehen und zusammen legalisieren. Und Hans, hast du noch eine Frage an dich? Ja, also zum Beispiel in Hamburg, die haben auch eine super Webseite aufgebaut mit vielen Porträts von einzelnen Aktivisten quer durch das ganze Land. Also die Seite vom DHV in Berlin, das ist sozusagen das Zentralkomitee und da sind Infos für ganz Deutschland und was drum politisch allgemein läuft. Aber es lohnt sich auch auf die einzelnen Seiten, es gibt verschiedene Ortsgruppen, die haben eigene Internetauftritte und da findet man gute Infos. Also Werbeempfehlung, da mal einfach rumzustöbern und zu gucken, da kann man viel erfahren über Leute, die sich aktiv und eben auch kennenlernen im persönlichen Gespräch, warum das nötig ist und gucken, wenn einen das interessiert, ob man sich da auch einbringen kann, engagieren kann, damit das einfach mehr Leute gibt, die einfach wissen, was hier gespielt wird. Genau, wir beißen alle nicht und es ist nicht illegal, sich für die Legalisierung einzusetzen. Das ist kein Problem. Kommt in die Gruppen, seid aktiv, macht was. Ja, hört auf den Flo. Flo, vielen Dank. Danke wir euch. Wir sehen uns spätestens auf dem nächsten Event. Gehabt dich wohl, bleib uns treu heute und bis bald, ja? Ja, viel Spaß. Jo, ciao. So, der nächste Programmpunkt wäre eigentlich, also war ein Traum, Frau Ludwig gewesen, aber Frau Ludwig hat leider nicht auf die Einladung reagiert, also hat auch nicht abgesagt, deswegen